Ich bin mal gespannt, wie groß die Insel ist, wenn man jetzt mal auf die Map. Oh, sieht relativ groß aus. Dann laufen wir mal erstmal am Rand. Und ein Goldfisch muss auch wieder irgendwo sein. Ja, eine Feder auf alle Fälle. Und da, uiuiuiui, ist ja richtig. Was ist mit dem Ring? Ich habe es gar nicht drauf geachtet, was sie gesagt hat. Wir müssen natürlich auch wieder dran denken, dass wir hier einiges bewegen können und da vielleicht auch wieder was versteckt ist darunter. Was ist denn das hier? Nee, das ist... It's the ring, isn't it? Ich weiß jetzt nicht, was sie meint. It's a ring, take it off. Ach, sie sagt es. Sollen wir ihr den Ring wieder wegnehmen? Jetzt gucken wir erstmal. Okay. Dann mal wieder weg damit, wenn das so ein großes Problem ist. Dann machen wir einfach mal Infrared. Vielleicht kann man das ganz gut brauchen, wenn sie auch ein Lichtle um sich hat. Nicht, dass sie hier größenwahnsinnig wird. Jetzt ist der Ring aber weg. Jetzt bitte nicht mehr... Oder was habe ich denn noch an für einen Ring? Nö, das war ja kein besonderer. Und dieses? Das war dieses Lackding, das ich ja sehr lange tragen und testen sollte. So, und jetzt bitte nicht mehr schimpfen. Jetzt habe ich alles abgelegt. Mal gucken, ob nochmal was kommt. Ich laufe erstmal weiter. Die ist richtig inflationär mit Federn. Na, komm, nehmen sie doch. Warum nimmt er sie nicht? Ach, die liegt eigentlich drunter, oder? Ja, sieht so aus. Ich gucke jetzt mal schräg. Oh, dann ist es ja wirklich Suppe hier. Ich gucke jetzt gerade schräg wegen der Bäume, die hier sind. Vielleicht ist da auch noch was. Das ist ja interessant, wenn ich jetzt so mache, sieht man die Brühe gar nicht so. Eine Kiste und da ist noch ein Spiky. Spiky. Erstmal reingucken, nicht, dass ich das wieder vergesse. Was haben wir denn da? Alles mögliche Kruschzeug und dann natürlich auch runtergucken. Die ist recht schwer. So. Oh! Hilfe! Aber es hat wohl nichts genützt. Mechanica. Hilfe! Von oben, interessanterweise. Kann ich die verschieben? Ne, nur dieses hier leuchtet. Na doch, nur wenn es... Aber beim P nicht. Dann machen wir hier ein bisschen Damage. Doch, sie hilft mir wenigstens und schießt. Das ist ganz praktisch. Zack. Und Level Up. Sehr schön. Und hier liegt ein... Noch machen wir erstmal das Level Up. Was könnten wir denn hier machen? Also jetzt so Stärke, Konstitution war eigentlich ganz gut. Ich würde gerne mal wieder... Ja, nee, machen wir hier. Dexterity ist, glaube ich, ganz gut. Und hier haben wir auch noch einiges... Ich finde die halt die aktivierenden Sachen immer so ein bisschen. Vergesse ich eh immer. Machen wir nochmal weniger Essensverbrauch. Und jetzt lesen wir mal, was da steht. Leo, if this letter ever reaches you at your monastery, this is goodbye. It's the end of Jack and me. Our ship and all its treasures lie at the bottom of the sea, and we are on his raft, scrabbling over who'll eat the last boot. Take it from me, little bro. It ain't worth it. The life of a pirate may sound pretty grand in the manual, but it's lies. It's all lies. Ja, eigentlich, sollte diesen Brief, sollte Leo erreichen von der Abtei. Denn sein kleiner Bruder, nein, sein großer Bruder Max, der sich dem Piraten angeschlossen hat, sagt,
War nix. Satz mit X. Mach sowas nie. Es lohnt sich nicht. Mal gucken, was er dabei hat. Ein toter Körper. Er muss in einem Schiffswrack gewesen sein und angespült worden vielleicht. Jetzt gucken wir mal noch so. Aber solange ich hier rum... nee, ziehen kann man den auch nicht gut. Oh! Oh, ich habe das halb kaputt gemacht. Wie auch immer. Oder wer war das jetzt? Ach! War das jetzt während des Kampfes? Ich habe das jetzt gar nicht bewusst gesehen. Dass das halb kaputt gegangen ist. Oh, das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Tut mir leid. Ich laufe jetzt erstmal die Ränder von der Insel ab. Das mache ich ja immer ganz gerne. Da ist irgendwas wie ein Häuschen oder sowas. Ein Windspiel. Ich glaube, sowas hatten wir schon mal. Jetzt mache ich es mal ein bisschen schräg. Jetzt mal ein bisschen sehen, was hier so zu sehen ist. Und hier drin ist eine Pflanze, mit der ich sprechen kann. Eine Feuerblume. It's a green-leafed flash plant with one large flower bud in the middle. It looks like a lot like the fireflowers that used to grow in Granny Newmoon's exotic garden, but it's definitely the largest one you've ever seen. So eine große Feuerblume habe ich noch nie gesehen. Ich kann sie jetzt mal untersuchen. Das mache ich natürlich. You carefully examine the flower bud, but the petals and the bud are still firmly shut, but they are not tightly glued together. Maybe the bud will be ready to open soon. Granny Newmoon used to go on about her exotic garden, but you can only recall that there was something special she had to do to get the flowers to open. But what on Driftmoon makes a fire flower bloom? Suddenly you notice that Fizz is glowing strangely. Also diese Feuerblume ist noch geschlossen. Und ich erinnere mich, dass es eine Möglichkeit gibt, sie dazu zu bringen, dass sie sich öffnet. Aber ich weiß nicht mehr wie. Die Granny hat sich damit ausgekannt, aber ich halt überhaupt nicht. Und als ich noch so am Überlegen bin, merke ich, dass Fizz komisch leuchtet. Fizz jumps around in the air and seems to be even more excited than usual. Let me try it, Lucky. This is my type of flower. Oh boy, I know. I can do it, Lucky. Es ist seine Blume. Er will's versuchen. Na gut. Also gut, ich könnte ihn auf später vertrösten, aber das Einzige, was ich verliere, ist meine Lichtquelle. War natürlich schon sehr praktisch, falls er nachher weg ist. Ich könnte es natürlich auch später machen. Weiß nicht, ob er noch nötig ist. Ach, komm, ich lasse ihn es machen. With a loud buzzing noise, Fizz zooms towards the flower. Oh, wow! Wusch. Okay. Blume ist geöffnet. The fire flower has a large, beautiful flower that seems to change its color slowly between red and yellow. There is a rich flowery scent in the air. Ich denke schon, dass ich die Blume mitnehmen muss, weil ich sie irgendwo brauche, sonst wäre dieser ganze Zauber nicht geschehen. You pick up the large flower, it feels warm in your hand. Sie ist warm, die Blume. Ich kann sie bestimmt noch brauchen. Oh, da hat es Steine, die ich schieben kann. Und das Windspiel klimpert immer weiter vor sich hin. Aha. So klar. Dann gucken wir mal hier weiter. Oh, was ist das? Was passiert mit mir, wenn ich da drauf trete? Ich laufe erstmal noch hier. Eine Tanky Oyster. Oh, shiny Pearl. Riecht nicht so doll. Wer hat hier denn Fische gefangen, bitte? Also wenn man mal überlegt, dass das hier eigentlich verlassen ist und es hier niemanden gibt. Das ist doch sehr merkwürdig. Jetzt bin ich vergiftet. Klar, wenn ich hier so einen Nahkampf mache.
Aber es sollte eigentlich klappen. Und wir haben ja uns schon, wir haben ja jetzt schon länger nicht mehr unseren Phönix bemüht. Kann ja auch mal wieder was für uns tun. Jo, haben wir alles. Sieht fast so aus. So. Das sieht auch immer aus wie eine Feder, ist aber keine. Ein Boot. This must be the only ship around here that's not broken. Okay, ein Boot, das nicht kaputt ist. Vielleicht brauche ich es nachher nochmal. Also ich bin schon recht stark. Klar, gegen so einen Boss ist nochmal was anderes, aber eigentlich gar nicht schlecht. Da ist irgendwas eingesperrt. Da, ach, das ist wieder so eine Elektrokrabbe oder mechanische Krabbe. Hier komme ich nicht weiter. Und wir müssen noch ein Fischlein suchen. Ein Fischlein. Ein Goldfischlein. Ah, wieder eine. Ich mache jetzt mal nur diesen Bash. Das reicht im Moment. So, gucken, dass ich jetzt doch nicht zu viel verliere. Ja, danke, lieber Phönix. Das ist lieb von dir. Und die Spikies, die sind ja relativ leicht. Jetzt hat natürlich der Phönix Cooldown. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Ich könnte eigentlich schon mal da drüber laufen, gucken, was passiert. Oh, oh, oh. Autsch, es ist heiß. Aber nur im Rhythmus. Das heißt, ich kann wahrscheinlich eine Dose mit Essen und einen. Aber diesen Anker, mit dem kann ich nichts machen. Wenn man es gut timet, dann kann man da wohl drüber laufen, ohne dass es einem was macht, wenn gerade kein Dampf rauskommt. So, und da sind wir wieder da, wo wir vorhin waren, oder? Da haben wir schon geschoben. Oh. Ich schiebe zur Sicherheit immer nochmal. Schieben wir doch mal lieber hier. Auch noch nicht geschoben. Okay, ich sehe schon, wir müssen da durch. Durch diesen. Durch dieses Tor. Oh, die habe ich aber nicht kaputt gemacht. It's smashed. Gott sei Dank ist sie zerquetscht. Aber wenn ihr mal guckt, von was. Schaut mal, was hier ist. Ein riesen Fußabdruck. Das ist doch hoffentlich kein Fußabdruck. Doch, ich fürchte doch. Ich fürchte es. Da ist noch einer. Oh, was ist da? Ein Hund. Der bewacht was da hinten. Oh, oh, mal gucken. Wir reden mal. Tweetle. Hallo. Speak any human, do you? Sprichst du Menschensprache? Ah, hast du das Zwitschern von Catdogs Papagei gelernt? Chirp with you later. Ich mach erstmal das zweite, weil das am wahrscheinlichsten ist. Countess, yip yip. The Goo looks excited, wildly wagging his tail. Er ist ganz begeistert. Und Human? Coo, nö. Chirp with you later. Okay, da bräuchte ich ja fast ein Vögelchen, der mit ihm spricht, ne? Er freut sich einfach gerade so. Das heißt, ich kann das jetzt holen, ohne dass er mir böse ist wahrscheinlich. Pfeile, Geld und nochmal was zu essen. Wäre zwar jetzt nicht so super wichtig gewesen, mir geht es ja relativ gut und ich habe richtig viel Futter auch dabei. Oh, ein Herz! Ein Herz! Oh, da ist einige da drin. Aber ich kann das Herz... Ein Giant Heart made of Seashells. Oh, sag das mal bitte nochmal. Ich habe es nämlich gerade nicht komplett gelesen. Hm, vielleicht immer weiter weggehen. Vielleicht auch von dem Riesen? Nee, sag da nicht nochmal. Guck mal, da kann ich den nochmal anklicken. Oh, das kann nicht dein Ernst sein.
nämlich auch alle nicht. Machen wir den mal platt. So, und ich kann natürlich hier aufmachen und wenn dann, vielleicht kommen die ja einzeln raus. TikTok! Ja, genau. Komm du mal raus, komm. Hä? Sie nehme ich nicht. Ich könnte mich natürlich erstmal da drin verstecken und dann wieder da drin. Komm mal raus. Nee, ich glaube, die haben nur so ein... So ähnlich wie die Fässer. Also nicht Akku, sondern... Oh doch! Oh, die reden mit mir. Oh nein, jetzt habe ich aus Versehen irgendwas angeklickt. Das ist sogar ein Boss. Klicke, klack! Du wirst tot sein. In einem Snap. Nein, ich würde eigentlich schon gern erstmal reden. Mist! Ich eben dadurch, dass ich auf, so durchs Laufen auf die Maustaste gedrückt habe, ich hätte den eigentlich gerne erstmal in Ruhe gesprochen. Aber okay, jetzt ist es so passiert. Vielleicht hätte ich ja noch was von ihm erfahren. Oder er hätte mich noch irgendwie... mit etwas und von etwas unterrichtet. Oder... etwas bekommen. Okay, vorbei ist vorbei. Das war jetzt trotzdem ein bisschen doof. Ich habe halt jetzt nicht gespeichert. Von dem her werde ich jetzt auch nicht laden, um nochmal alles durchzuspielen. Ist hoffentlich nicht zu schlimm. Oh, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Wusch. Die geben zwar XP, aber keinen... Vielleicht wären die ja eh bloß böse gewesen. Da gibt es ein bisschen Schleim... Die Sachen wären alle ganz spannend, wenn ich tatsächlich schieben kann man ja nichts, wenn ich es tatsächlich mal nutzen würde. Aber wie immer meine ich natürlich auch, dass ich es irgendwann mal ganz dringend brauche und nicht vorher verschwenden möchte. Hier ist auch so ein Portal. Ich habe gerade gedacht, wenn ich durchgehe, werde ich vielleicht geportet. Deswegen wollte ich erstmal außen rum. Nö, passiert nichts. Vielleicht muss ich ja irgendwas machen. Oder ich kann dann nachher irgendwie zurückporten. Das könnte natürlich auch sein. Gut, dann denke ich, müssen wir mal uns dieses Tor anschauen. Ich habe noch nicht den Fisch, das Fischlein gesehen. Ihr vielleicht schon. Ja, was macht denn der hier? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Da denkt man immer, oh, ich habe ihn geschafft. Und dann sieht man erst, dass da noch diese kleinen sind. Aber der Bash ist eigentlich ganz gut. Der reicht schon in den meisten Fällen. Geh mal hier aus der Suppe, bitte. So. Noch irgendwas? Geht's mal. Hier sieht es aber auch nebliger aus. Also, jetzt müssen wir hier quasi hier durch, ohne dass uns der Dampf zu arg wehtut. Oh, unsere Aufgabe, unsere Quest ist so aufregend! Ja, ist sie. So, ein Log. Das ist sogar irgendwie aneinander. Und ein paar Münzen sind drunter versteckt. Wahrscheinlich irgendein Überrest von einem Schiff. Was haben wir noch? Beeren. What another Halfling? Ja, für einen Riesen bin ich vielleicht ein Halfling. Das scheint doch der Riese zu sein, wenn er mich als Halbling ansieht. Deswegen laufe ich jetzt erstmal hier so ein bisschen außenrum. Dann kann ich vielleicht noch was erkunden, bevor er mich allzu sehr drangsaliert oder sonst irgendwas macht. Halt! Nicht wieder irgendwo alleine hinlaufen, bitte, ja? Ah, da kann ich hoch. Oh, da sind einige. Diese Spikies. Muss erstmal ein bisschen reingehen. Ah, die kann ich auch ohne Mana. Schwüpsch. Alles nehmen. Und Kiste verschieben. Oh! Oh, oh!
Eine Mana-Potion. Jetzt habe ich schon gehofft, das ist vielleicht, wie ich gedacht habe. Ein Fake-Skelett hatten wir schon mal. Ein Fake-Skelett. Aber wenn da was zu looten gibt, dann dürfte es gar kein Fake sein. Höchstens jemand hat das so drapiert. Warum auch immer. Als Deko. Ich speichere mal, wer weiß, was noch passiert. What, another Halfling? Ach, das ist dieser Kopf, der das sagt. Den er immer gemieden hat, weil er Angst hatte. Hier gibt es aber keine Federn mehr. Am Anfang waren so viele oder ich bin einfach noch blind, weil es hier so hell ist. Am Anfang waren so viele und hier... Oh, nein, ich habe sie nicht so nötig, als dass ich sie stehlen müsste. Also ich sehe jetzt nichts Besonderes mehr. Mit der Statue, dann sprechen wir doch mal mit der Statue, weil das ist jetzt eigentlich das Einzige hier, was ich machen kann. Und diese Fliegen da, die kann, mit denen kann ich auch nichts machen. Also dann reden wir mal. In the middle of the clearing stands a gigantic, roughly sculpted stone head. As you come closer, its single green eye turns towards you, and the stone mouth opens. A one-legged, one-handed mystery man, walking with a half of him missing. Very interesting indeed. My name is Ratbakiwi, dear half-man, and what manner of creature are you, my friend? Dieser Kopf ist sehr roh geschnitten und hat nur ein leuchtendes Auge, wie man da auf dem Bild sieht. Und er spricht irgendwie sehr eigenartig. Ein einbeiniger, einhändiger, mysteriöser Mann. Läuft, die Hälfte von ihm fehlt. Also er läuft quasi nur zur Hälfte herum. Sehr interessant. Er heißt Ratbakiwi. Wieso soll ich nur ein Halbmann sein? Also Halbmann im Sinne von Halbmann, dass ich kürzer bin, aber ich bin ja nicht einbeinig und einhändig. Also Halbmann schon im Sinne von in der Mitte einmal längs durchgeschnitten. Und er fragt mich, was ich für eine Art Wesen sei. Ja, ich bin lucky und bei mir fehlt doch nicht die Hälfte. It is amazing that you can speak without a half of your mouth. Ah, these half-beings are the hate of fashion now. Oh, er wundert sich, dass ich überhaupt sprechen kann mit meinem halben Mund. Und es scheint wohl gerade modern zu sein. Halb zu sein. Every day I see half this, half that, half birds, half goo, half clouds. It wasn't like this when I was a lad. No, sir, we used to have whole stones. Even the moon was better. None of this half-moon-stuff. Ach, er sieht irgendwie alles nur zur Hälfte. Eben auch halbe Vögel, halbe Hunde. Alles Mögliche ist bei ihm nur zur Hälfte. Vielleicht, weil er nur ein Auge hat. Warum bist du hier? Wer hat dich gemacht? Good question, Halfman. Who made you? Why are you here on this moon? We all want to know, don't we? Stonehead seems to think for a while. Now I recall. I was made by the creator, Robert. And my purpose is to wait for the one. Ah, zuerst? Weiß auch nicht so recht, aber dann sagt er, dass er von Robert gecraftet wurde. Und dass er auf den einen warten soll. Natürlich, wahrscheinlich. Auf mich. You were made by Robert? You must be waiting for me. I am sorry, Halfman. The one I'm waiting for is a whole man, I am sure. Not a halfling like you are, but I still like you, all the same. Also er mag mich, obwohl ich nur zur Hälfte da bin, aber er hat den Auftrag, auf einen ganzen Mann zu warten und deswegen glaubt er mir nicht so recht. Ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit deiner Sicht. Eigentlich ist hier alles ganz, nicht nur halb. My vision is fine, I'm sure, but you, my half-friend, are missing a whole eye. You better have that checked out. Er will es nicht einsehen und behauptet immer noch, ich wäre nur halb. Ich frage ihn mal, was mit seinem anderen Auge ist. My eye? I'm not missing even half an eye. I'm sure I would have seen it if my eye had gone missing. Why, just a while ago, those nice snatchers assured me I have pretty eyes. Aha, es ist ihm noch gar nicht aufgefallen, dass er nur ein Auge hat. Aber dann erinnert er sich, dass diese, Krabben
in seine Augen bewundert hätten. Ach, okay. Ich kann jetzt die gelbe Kugel in das fehlende Auge einsetzen oder einen von Ixals Gems. Ixals Gems möchte ich nicht, weil die gehören ganz sicher woanders hin. Deswegen nehme ich mal, obwohl das steht zuerst und meistens ist so dieses, ja, die Leute sollen mal so nach und nach alles einfügen oder benutzen. Ich nehme trotzdem die gelbe. Warte mal, ich gehe erstmal weg und gucke nochmal, was da vielleicht auf der Sphäre draufsteht. Wo haben wir die denn nochmal her? Das weiß ich gar nicht. Aber ich meine, die haben wir bis jetzt nicht gebraucht. Die könnte ich mir am ehesten noch vorstellen. Eigentlich wäre aber grün schöner, oder? Probieren wir es doch einfach mal aus.